Good morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar Mittwoch, dem 27. Januar. Es grüßt wieder Chris Kämmerer und wir wollen heute auf den Euro schauen, der hier natürlich unter dem Deckmäntelchen der amerikanischen Notenbank und Janet Yellen heute Abend sicherlich hier seit einigen Tagen unter einer gewissen Spannung steht. Man darf beobachten oder gespannt sein vielmehr, was heute Abend passiert, wenn jetzt hier der Zinsentscheid aus den USA wieder ein Thema sein wird. Grundsätzlich hatten wir im Dezember eine Zinsanhebung. Wir stehen jetzt bei 0,5%. Das war eine Ansage an den Markt. Die Reaktion entsprechend, insbesondere hier Anfang Januar, seitens China und dergleichen. Man hat hier gemerkt, dass doch durchaus Kapitalverschiebungen, gewisse Ängste und dergleichen stattfinden. Dennoch gilt die große Frage, ob das hier in dem Maße weitergeht wie angedacht. Also wir hatten jetzt eine erste Leitzinsanhebung in den USA und es ja, wird gemutmaßt, dass es auch noch eins, zwei, drei, vielleicht sogar vier weitere geben könnte. Das stelle ich doch ein Stück weit in Frage. Zum einen wären zu starke Zinsanhebungen definitiv Gift für die Kapital- und Kreditmärkte und gerade in den USA dürfte dies dann zu einer großen Ernüchterung führen, was dann hier ergo eine Marktkorrektur definitiv zur Folge hätte, beziehungsweise eine Fortsetzung der ohnehin jetzt schon laufenden Marktkorrektur, insbesondere seit Jahresanfang. Sieht das hier alles gar nicht so konstruktiv aus? Die Indizes hier schon unter gehörigem Abgabedruck und das könnte sich auch weiter fortsetzen, je nachdem, was Yellen dann heute auch für einen Ton anschlägt. Grundsätzlich Euro-US-Dollar. Hier heute am Donnerstag, beziehungsweise was sage ich heute am Mittwoch, hier zur Wochenmitte mit einer aufsteigenden Tendenz in Sachen Wochentagsstatistik. Während der letzten 52 Handelswochen, Montag schwach, Dienstag schwach, Mittwoch, Donnerstag, Freitag tendenziell hier die Ausrichtung für doch eine Stabilisierung. Gehen wir mal ganz kurz auf den großen Wochenchart. Da hat sich im Grunde genommen gar nichts getan. Sie sehen hier unverändert diese Range im Bereich 1,082 Südseite 1,1035, wobei wir da jetzt ja uns in den letzten Wochen deutlich entfernt haben. Aber im Grunde genommen eine sehr, sehr enge Handelsspanne, die auf Auflösung ja, schaut. Also die dürfte meines Erachtens früher oder später verlassen werden die Range und dann kommt hier sicherlich Bewegungspotenzial. Gehen wir mal in den Tageschart. Da sehen wir hier unverändert den auch im Stream dargestellten Abwärtstrendkanal mit mehreren Bewegungspunkten. Unlängst immer mal der Versuch, wie hier am 20. Januar oder auch 15. Januar aus diesem Trendkanal hier über diese obere Trendlinie auszubrechen. Per Tagesschluss, wie gesagt, scheiterte das Ganze. Intraday immer wieder mal einen kleinen Spike nach oben gesehen, aber per Tagesschluss letztlich drunter verweilt. Sie sehen hier seit dem Wochenauftakt der Markt leicht stabil, aber immer noch unterhalb dieser Trendlinie. Und heute stehen wir eben hier. Im Tageshoch hatten wir sie schon mal wieder attackiert. Unmittelbar wieder an dieser. Und jetzt die Gretchenfrage eben, was passiert? Wie geht es hier weiter? Grundsätzlich muss man heute beobachten, wie Janet Yellen hier weiter abfährt. Es ist möglich, es wäre möglich, wenn es hier dann dazu kommt, dass sie das Ganze doch ein Stück weit aufschiebt, dass wir mit diesem höheren Tiefpunkt hier vom 21. unter Umständen jetzt hier doch eine Ausbruchssituation erleben. Insofern wäre oder sollte beobachtet werden, was passiert, wenn wir hier per Tagesschluss über 1,0094 rausgehen. Also wenn es heute Abend hier gerade ab 20, 20:30 deutlichen Move über 1,0092 gibt, dann sieht das bullisch aus meines Erachtens. Aber trendfolgend wäre, wenn es hier unter das Tief vom Freitag geht, und deswegen machen wir auch hier mal den Plan B, beziehungsweise Plan A wäre rein trendfolgend eine Abwärtsbewegung, also weiter schwächere Kurse innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, obgleich ich hier diese Option nach oben nicht unbedingt weniger zuspreche. Es ist in einer gewissen Art und Weise eine Pattsituation. Ganz klar, nach Süden will ich mich ja nicht durchringen lassen. Dazu hätte ich gern in der letzten Woche schon ein neues Verlaufstief hier gesehen, was nicht kam. Insofern sind wir jetzt mittendrin irgendwo und müssen jetzt erstmal abwarten, wie der Markt denn heute Abend das Ganze verdaut. Ich denke, am Donnerstag wird man dann schon klarer sehen und darf sich dann hier sicherlich auch weitere Folgeimpulse erfreuen, sofern es denn tatsächlich auch passiert. Gab natürlich auch immer wieder solche Non-Events, wo letztlich viel erwartet wurde und am Ende nichts passierte. Das gilt es abzuwarten, Euro-US-Dollar, aber hier in einer Lauerstellung. Also es gilt, oberhalb von 1,092 wirkt sich der Bias positiv aus, dann dürfte 1,1020, 1,1035 hier diese Horizontalwiderstandszone wieder ein Thema werden und die 1,1155 wäre dann darüber hinaus ein mögliches Ziel, wenn es nach oben geht. Ansonsten unterhalb hier des Tiefs vom Donnerstag 1,0777.
Da müsste man dann durchaus auch ein neues Mehrwochentiefen einplanen. Und dann sehe ich hier durchaus Preise in Richtung 1,06. Also das Potenzial ist da in beide Richtungen. Die Wochentagsstatistik zeigt ein Stück nach oben. Einzig die Saisonalität bläst hier in das Trendrohr. Insofern wären dann hier beim Euro-US-Dollar ergo fallende Preise zu bevorzugen, wenn man hier die Saisonalität ins Kalkül zieht. Das gilt es mal im Hinterkopf zu behalten. Auf Stundenbasis, bevor wir jetzt gleich dem Euro-Yen nochmal die Aufmerksamkeit widmen, hatten wir unlängst hier schon einen möglichen Ausbruch nach unten gesehen, der wie gesagt sich aber hier in seiner Stärke nicht weiter fortsetzte. Insofern hier aktuell ein Stück weit lauer Stellung. Euro-US-Dollar von der Range gestern 55 Pips. Im Schnitt der letzten 5 Tage auch nur 69 Pips, heute bislang 32 Pips. Das ist alles sehr, sehr übersichtlich in Sachen Range, also deutlich unterm Schnitt. Und ja, man darf gespannt sein, ob es da heute mal einen schönen Bewegungsimpuls nach oben gibt. Gehen wir jetzt mal auf Euro-Yen, der erscheint nämlich gar nicht mal minder interessant. Wir hatten auch hier unlängst im Radar Euro-Yen, US-Dollar-Yen. Hier an dieser Unterstützungszone wichtiges Level beim Euro-Yen 126,80, 126,90. In der Vorwoche gelang die Stabilisierung und es könnte jetzt hier durchaus einen Aufwärts-Move geben. Dazu in den Tageschart. Positive Divergenzen, sowohl beim Oszillator als auch beim Momentum. Gestern der Ausbruch über dieses Level hier, ganz spannend. Jetzt setzen wir hier gerade zurück, rein tendenziell oberhalb hier dieses Levels von 128,50, 128,70 bullischer Bias. Ergo könnte man, sofern es heute hier zu einem Anstieg kommt, über das gestrige Tageshoch eine spekulative Long-Position eröffnen. Auch vor dem Hintergrund, und da schaut der Bias ein Stück weit besser aus, wenn wir uns die Saisonalität vom Euro-Yen mal anschauen. Jetzt habe ich nochmal Euro-US-Dollar. Da ist er. Euro-Yen, schauen Sie sich das an. Ende Januar Stabilisierung, Anfang Februar direkt nach oben. Das heißt also hier, die Saisonalität sieht mal gar nicht so unfreundlich aus. Hier im Wochentagstendenz ohnehin schon ein Stück weit freundlicher als Euro-US-Dollar, aber auch nicht wirklich prägnante Zahlen. Grundsätzlich gilt aber hier die Aufmerksamkeit der Saisonalität und der technischen Situation, die wir hier gerade haben. Euro-Yen also hier unter Spannung, genauso wie Euro-US-Dollar, nur hier im Sinne der Stabilisierung bei 126,80, 126,90 und dem bereits gestern erfolgten Ausbruch, heute Rücklauf, sieht das mal konstruktiv aus. Also wenn wir hier neues Hoch machen, neues Mehrtageshoch, oberhalb von 128,80, 129, sieht das gut aus, dass das Level, mach das mal weg, dass das Level hier von 130, 131 attackiert werden könnte. Das gilt nicht als unwahrscheinlich. Hingegen unter dem gestrigen Tagestief, dann dürfte auch Euro-US-Dollar deutlich nach unten gekippt sein wohl, dann hier nochmal ein Test der Niveaus um 126,80, 126,90 möglich wären. Und wenn wir da deutlich drunter gehen, dann dürfte hier die Talfahrt wohl sich weiter beschleunigen. Schauen wir uns das Ganze noch im Stundenchart an. Da sehen Sie hier diese Range seit ja, dem 7.1. Hier mehr oder weniger auch da eine abnehmende Volatilität, deutlich abnehmende Volatilität. Gestern hier, wie gesagt, oder besser gesagt, im Späthandel schon mal hier versucht, nach oben auszubrechen. Jetzt hier eine leichte Stabilisierungstendenz. Lässt sich auch durch eine Trendlinie gut einfangen. Also es könnte sogar noch ein Stück weit runtergehen. Heute Abend dann aber wohl mit der Auflösung. Und wenn der Markt es schafft, hier nach oben auszubrechen, dann sieht das nicht schlecht aus. Dann haben wir hier, oder der Euro gegenüber dem japanischen Yen, durchaus positiven Rückenwind, was dann weiter anziehende Preise verspricht. Ähnlich sieht es auch beim US-Dollar-Yen übrigens aus. Das ist hier eine Situation, die durchaus Potenzial verspricht. Also mal Obacht geben, wie das heute ausgeht. Der Tag heute selbst könnte dabei ein Stück weit zäh verlaufen. Ich denke mal, die große Aufmerksamkeit und Spannung ist dann auf den Abendevent zu legen. Und insofern mal abwarten, was da noch Schönes kommt. Ich sage erstmal danke jetzt fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Würde mich freuen, wenn wir uns nachher zum JFD-Devisenradar am Nachmittag heute wiedersehen, wieder hören. Da gibt es dann nochmal ein Review von vielen Währungspaaren, Majors und auch Crossrates, wie sie denn hier vor dem FED-Event in Lauerstellung stehen. Anmeldung einfach über die Webinar- bzw. JFD-Website möglich. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kemmer und tschüss.